Am Mittwoch startete am Brandenburger Strand in Westerland das Rollei Summer Opening. Bis Sonntag kämpften 63 Windsurfer aus 14 Nationen um die Siege beim Slalom, Racing und Wellenreiten. Den ersten Veranstaltungstag dominierte der Kieler Vincent Langer im Racing. Am zweiten Tag ließ der Wind leider auf sich warten, der Wettkampftag blieb ohne Wertung. Und der Wind kam am darauffolgenden Tag, konnten bei 5 bis 6 Windstärken die Slalom-Wettkämpfe ausgetragen werden. Der Flensburger Gunnar Asmussen siegte und auch die Disziplin Wellenreiten konnte durchgeführt werden. Der Hamburger Klaas Voget entschied die Heats für sich. Im Rahmen des Rollei Summer Openings wurden die Slalom-Weltmeisterschaften ausgetragen, die Tour des Deutschen Windsurf Cups eröffnet und die offiziellen Formula Windsurfing Europameisterschaften ausgetragen. Am Sonntag fand das große Finale der IFCA Slalom-Weltmeisterschaft statt. Bei perfekten Bedingungen konnten 2 weitere Slalom-Serien abgeschlossen werden. Dann war die Sensation perfekt. Zum ersten Mal gab es einen deutschen Doppelsieg im Slalom. Der Flensburger Gunnar Asmussen ist der neue Slalom-Weltmeister. Vincent Langer aus Kiel freute sich über den Vize-Weltmeistertitel. Der Niederländer Jordi Fonck wurde Dritter. An den 5 Regattatagen kamen etwa 80.000 Besucher auf die Westerländer Promenade und an den Flutsaum des Brandenburger Strandes